Unser Gast ist Simon. Simon is our guest. Little Big Workshop, das ist das Spiel, das er gemacht hat. Kari wird für uns übersetzen. Hallo Kari und hallo Simon. Hi. Yeah, hi Simon. Guys. It's fun to be on stream and, you know, see all this happen. Schön, dass Simon schon das dritte Mal bei uns ist, zweimal schon bei uns in den Chats, jetzt das erste Mal zu hören. Thank you for being here for the third time. And wenn ihr ein paar Fragen an ihn habt, her mit euren Fragen. Please, your questions to Simon. Vielleicht mal vorneweg so ein bisschen zum Reinkommen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Simon, das Spiel auf einem Tisch stattfinden zu lassen? Okay, first question, of course. How did you get the idea to make this game happen on a desk? Okay, on a desk. So that's actually a pretty fun story how we came up with that concept. It was sort of by an accident actually, where we just had an abstract background to begin with, and then one day we just started making blueprints in the background and just adding stuff, and sort of as a joke, I think one of our guys put a coffee cup there, and we just sort of went with it and just continued. So that's a kind of like a happy accident how we turned it into an actual table rather than just an abstract thing. Okay, das hat eigentlich als Scherz gestartet. Ursprünglich hatten sie erst eine Konzeptzeichnung, irgendjemand hat dann was dazugestellt, was dazugezeichnet und irgendwie sah das Spiel halt draus geworden. Naja. Das heißt, es war gar nicht so systematisch geplant. Der Erfolg des Spieles ist eine Riesenüberraschung gewesen. Da haben, glaube ich, habt ihr damit gerechnet, dass so viele Leute sich so begeistern können für euer Spiel? Did you have any idea that so many people would like this game? That so many people would, don't know the word. Give me a second. Enjoy it, perhaps, just like it. Yep, that was the word. Yeah, sure. Yeah, actually, we were sort of blown away by the reception so far. We're really hoping that, I mean, we've sold at least twice as much as we were hoping for this game, so we're really happy that people found it and enjoy it, and yeah, we did not expect this, so it's always fun right now. Also so ganz haben sie es nicht erwartet, sie haben es natürlich gehofft, aber ja, es freut sie selbstverständlich. Ich habe übrigens schon im Vorhinein ein paar Fragen bekommen. Sehr schön. Zum einen bezüglich Lagerwegfindung bzw. Lagersortierung, die ein bisschen chaotisch ist, ob das noch verbessert wird. So, I got a few questions in advance, I have to say. So, let me see. About the... words. Second. Es gibt ja auch viele, während du nachdenkst, viele technische Begriffe hier im Spiel. Müssen Sie jetzt nur überlegen, wie man die transferiert. About the storage, few people said that it's quite chaotic, not really good organized. Is there any way to make that better? You're saying the storage system is kind of chaotic, is that what you're saying? Yeah. I would say, yeah, sure. There are things we could do with the storage system. I also think it's not to put the blame on the player, but it is kind of depending on how you use them as well, because you can do most of the things with the storage system today. But we have gotten a few suggestions for how we could add more options to the storage system that would make them a bit easier to handle. So yeah, we're looking into it. It's always good to have feedback about what people are struggling with and so on. So yeah, sure. Okay, was das Lager angeht, da sind sie dran am Arbeiten. WB, reparier mal, ernsthaft. Ich bin brennt. Schon ein bisschen vorher. Große Katastrophe, ich habe so konzentriert zugehört, dass der ganze Workshop hier abfackelt. Ruinen bleiben übrig, Feuer. Ganz furchtbare Situation. Das kommt davon, wenn man einen interessanten Gesprächspartner hat. Es tut mir furchtbar leid. Ab jetzt werde ich mich nur noch aufs Spiel konzentrieren. He was so concentrated with listening and talking that he didn't see the burning bench. Oh, well, it makes for nice fireworks, so I like it. Ein, genau, ein Feuerwerk. Okay. Question from the chat. Any idea if or when there will be a DLC? We are currently discussing this with the publisher, so I don't dare say when we will have stuff. We are going to keep supporting this game in the future, though, so
there will be more things to play with and neat features and upgrades coming in the future. Okay, es wird gegebenenfalls in Zukunft DLCs und neuen Inhalt und so weiter geben. Er kann natürlich noch nichts Genaues dazu sagen. Das sind alles noch interner, darf er leider nicht weitergeben. Das ist auch immer eine ganz, ganz schwierige Sache, weil für die Antworten auf diese Frage sind in der Regel die Publisher verantwortlich, nicht die Entwickler. Die geben halt alle wirtschaftliche und kaufmännische Verantwortung ab auf die Publisher und die können normalerweise solche Fragen beantworten. Insofern, wenn man als Entwickler sowas sagt und darüber redet, dann kann man ganz schnell ein bisschen Ärger bekommen, einfach weil man selber dafür nicht zuständig ist. Das ist der ganz simple Grund dafür. Aber du hast noch eine andere Frage reinbekommen, ne? Ja, mehrere. Another question, of course, will there be a mobile version? Wird es mobile Versionen geben? Well, you can imagine how much Handy Games would love to make a mobile version. we are talking about it. It is quite tricky to make something mobile. So, yeah, we're going to look at it. I can't promise anything, though. It's quite hard to port this game, I think. But we're going to see. Und schon wieder macht er es ganz schön, Simon, ganz, ganz schön schwierig. Was soll er da anders sagen, als dass er natürlich gerne Mobilversionen machen würde, aber dass es auch tricky ist und dass er nicht genau weiß, ob sie kommen werden oder nicht. Das heißt, es ist der Versuch, euch eine Antwort zu geben, auch wenn er keine Antwort geben darf. Schwierige Geschichte. Versucht da mal ein paar Fragen zum Gameplay rauszuholen. Ja, da ist der Entwickler. Ihr könnt eure Wünsche loswerden dazu, wie die Features im Spiel aussehen. Ihr könnt euch Experten, Pro-Gamer-Tipps von ihm holen, wie er die Spielweise verbessern könnt, was auch immer. Haut doch mal in die Kerbe rein. Wäre mein kleiner Tipp von euch, damit Simon es einfacher hat, auch euch wirklich ein paar Dinge zu erzählen, die wirklich neu und hilfreich sind für euch. Ja, Capitalism, deine Frage ist auch ein bisschen schwierig zu beantworten. Simon, we have one question in the chat from Capitalism. I think you can read it as well. I don't know if you can answer that. Yeah. Yeah, so what do I think about subscription service trend like Xbox Game and EA and so Origins on. And so on? Well, I guess there's a place for it. Not really sure, to be honest. It's an interesting way. I mean, lots of stuff are going into more like a service rather than buy a game piece by piece. I guess it makes quite a lot of sense for big projects, perhaps, or where you have long DLC plans and that sort of thing, where you can sort of subscribe to them. It's a bit weird for indie games to see that, though, because we make small products, so I'm not sure. We probably wouldn't be getting a good cut for that sort of system in the long run, I think. But yeah, it's not something I've honestly spent a lot of time thinking about. It's just been sort of a new trend, I think. Ja, zur kurzen Übersetzung natürlich auch für die Deutschsprechenden hier. Die Frage war einfach, that, by the way. Okay. Die Frage war, was er denn von sowas wie Season Passen und so weiter hält, wie es jetzt bei Xbox und EA Origins und so weiter ist. Hat er noch nicht sonderlich drüber nachgedacht, das passt auch einfach nicht so ganz zum Spiel, ne? Okay. Nochmal liebe Grüße an alle, die da sind, während Kari die Fragen rauspickt. Ihr seid unterwegs bei Writing Bull auf YouTube und auf Twitch. Und auch auf der Steam-Shop-Seite, auf der Facebook-Seite von GamesPlanet. Unser Gast ist Simon Röder von Mirage in Karlstad in Schweden, der Boss vom Entwicklerstudio. Wir spielen hier Little Big Workshop im Hintergrund. Ihr könnt euch ein paar Fragen beantworten. Und wenn ich euch auf eine Sache noch hinweisen darf, heute ist der allerletzte Tag, in dem mein Community-Gutschein bei GamesPlanet für euch funktionieren würde. Falls ihr die digitale Version des Spiels bei GamesPlanet kauft, dann bekommt er über meinen Community-Gutschein-Code einen Rabatt, einen Zusatzrabatt. Der geht auf den Rabatt, den es bei GamesPlanet sowieso gibt, drauf. Der wird nochmal 5% abgezogen. Der gilt noch heute am 31. Oktober bis Mitternacht in den Chats. Zumindest bei denen bei mir auf Twitch und auf YouTube. In den anderen bitte nicht. Das wäre ein bisschen komisch. Da posten gerne meine Chat-Moderatoren, vor allem Punisher, den entsprechenden Link, den Shoplink, wo das funktioniert und auch das Codewort, das man da eintragen muss. Und die YouTube-Zuschauer finden das ebenfalls ganz simpel in der Textbeschreibung des Livestreams, also direkt da drunter, da steht das alles drin. Der Shoplink funktioniert natürlich auch nach Ablauf des Gutscheincodes, der Gutschein selber, wie gesagt, nur bis Ende des heutigen Tages, des 31. Oktober. Kari, was hast du noch gefunden an Fragen? Genau, zwei Fragen, die in beiden Chats sogar tatsächlich aufgekommen sind. So, a question we have in both chats.
Is it possible for the future to assign workers to a specific bench so they don't start to run around in the whole factory? Während Simon nachdenkt, gerne die Frage erst nochmal kurz auf Deutsch. Ob es in Zukunft halt möglich sein wird, Arbeiter einer gewissen Werkbank halt zuzuarbeiten, damit die halt nicht kreuz und quer durch die Firma rennen. Das hatte ich auch schon. So, the question was, can we directly control who goes where, sort of? Yeah, that's basically the question. Yeah, so that's kind of a core mechanic in this game that we actually don't want to do, because that would lead to a lot of micro-controlling everything. One of our core ideas was that we wanted you to be more like a boss that gives direction and gives orders to the whole plant. And if we make a system where you have to go in and direct every single guy to do every single thing, it's gonna take ages. I can see this as a sort of... It sounds good when you look at it from a testing perspective. But it doesn't quite work out in this game, I think. I did see a similar question about controlling where they go, though. But maybe I can do that later on. Yeah. Okay, die Antwort darauf, das, genau das möchten sie nicht, weil das unglaublich viel Micromanagement wäre. Ihr sollt ja als Spieler eher so der große Direktor oben im Büro sein, der einfach nur drauf guckt, während die halt für euch arbeiten. Sprich, möchten sie einfach nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Leuten eine Erfahrung ist, die man erst im Laufe der Partie bekommt, dass es sehr groß und sehr unübersichtlich wird, weil viele, das Spiel ist ja erst vor kurzem rausgekommen. Man braucht eine Weile, bis man so eine richtig große Fabrik aufbaut. Am Anfang sieht alles so klein aus und dann wünscht man sich vielleicht, dass man viel Micromanagement betreiben kann. Und dann, wenn die Partie länger läuft und man viel Erfahrung hat mit dem Spiel, dann ist das vielleicht tatsächlich so, dass man denkt, um Gottes Willen, lieber nicht, das ist dann zu viel Micromanagement. Was kommt sonst noch an Fragen rein? Pläne für Multiplayer. Are there any plans on Multiplayer? No. ich denke, die Antwort brauche ich nicht zu übersetzen. Kein I don't think I have to translate that answer. it's one of those things that we think would have been really fun, but it's if you're going to make a multiplayer game, you have to plan for it from the beginning. It's really difficult to sort of add multiplayer once it's done. With the team we had and with the project budget and so on, we early on decided that no, we're not going to do multiplayer. At the most, we could see like a score screen or high score or something, but we didn't even end up doing that because we just wanted to focus on the creative factory thing that you do on your own. No multiplayer. It is a fun idea though, so we did think of it at least. Okay. Findet die Idee lustig? Problem ist, sie haben es nicht von Anfang an geplant und das muss man eigentlich bei so einem Spiel machen. Das im Nachhinein zu implementieren ist halt nicht so einfach. Dementsprechend wird es das hierbei leider nicht geben. Ich habe persönlich auch den Eindruck, wir schauen ja die ganze Zeit unseren Leuten beim Multiplayer-Modus zu. Ist das ganze Spiel nicht ein einziger Multiplayer-Modus. The whole game, Simon, is Multiplayer-Mode, I think. All these women and men working for us. Yeah, I mean, one of the ideas we really liked was the thought of having two people play in the same factory. But it's quite complex to get something like that to work. So yeah, we just focus on the single player thing. But it's a fun thing to think for in the future, perhaps, or for the next game, as we say. Oh, jetzt kommen neue interessante Fragen rein. Zum Beispiel wünscht sich Mysterium, liebe Grüße an dich, sie wünscht sich eine freie Kamera, dass man nicht nur in den 90-Grad-Schritten hin und her switchen kann. Das fände ich persönlich auch schön. Viele Entwickler trauen sich nicht, sowas rein einzufügen, eine freie Kamera, weil man dann die Figuren auch ganz dicht aus der Nähe gucken kann. Da braucht man ein bisschen Selbstbewusstsein für. Vielleicht die Frage an Simon, ob er und seine Kollegen Kari so viel Selbstbewusstsein haben, dass sie eine freie Kamera einbauen möchten. So, question is, you may have read it about free camera implementing. Any plans on that or even the possibility to do that? We are going to discuss this possibly tomorrow or next week. So it's one of those things that is a frequently requested thing. So a free camera where you don't hop 90 degrees, you sort of freely turn instead. So we are looking at it. We're going to see if it's something we can do easily or if there's perhaps a hiccup somewhere. But yeah, we're looking at it.
Cool. Also sie denken drüber nach und erforschen die Möglichkeiten der Rätselübersetzung. Demnächst reden sie drüber in kürzester Zeit. Kaum habt ihr die Idee geäußert, schon wollen die sich zusammensetzen, darüber diskutieren. Wobei ein bisschen mitklang, dass sie sich vielleicht schon vorher überlegt haben könnten. Aber trotzdem, wenn ihr möchtet, geht ihr aus dem Stream raus und sagt euch, cool, ich habe mir was überlegt, ich habe es im Chat gepostet. Und schon wollen die Entwickler sich nächste Woche zusammensetzen, um darüber zu reden, ob sie es umsetzen möchten. Finde ich cool, gefällt mir gut. Zwei verwandte Fragen. Freies Design von Sachen bzw. Deko-Sachen für die Firma und selbstverständlich auch eigenes Logo-Design. So, three questions that are kind of linked. Will there be a possibility to design your own company logo, your own merchandise or your own decoration for the building? Perhaps. Those sort of systems are quite tricky to build, so no plans today. It would require like a separate editor or something. So not really, sadly. Im Augenblick noch nicht geplant. Nein, die Pläne sind im Moment da nicht da, einfach weil es dafür einen separaten Editor braucht und das ist wahnsinnig viel Arbeit. Oh, hier kommen die Tipps. Hier wünscht sich jemand Tipps, nämlich der 1501 sagt, gib mir lieber, wenn ich schon den Entwickler dabei habe, bitte Einsteiger-Tipps. Was ist der beste Einstieg in das Spiel? Gibt es überhaupt den einen Einstieg in das Spiel, den man unbedingt machen sollte und wie sieht er aus? What's the best way to start a match? Yeah, so how a good sort of starting strategy or a sort of beginner's tip, yeah. I guess. Yeah. Cool. So yeah, first tip would be play the tutorial. that's something a lot of people won't skip for some reason, but we spend a lot of time on that thing and we think it helps you out quite good. But once you get past that, I would say go for the projects that have the sort of simple all small tag in the beginning, so you don't take on too much. We are sort of live here, so maybe you could even show one of those in the market UI. There's a small tag in the market description thing where you can see this is made of wood, this is a small one, this is a complex one. So yeah, I would say look for those who are called small or simple, because that helps you out in the beginning so you don't do too complex things. Okay, grob zusammengefasst, spielt das Tutorial und danach im Markt halt wirklich kleine Stacks machen. Nicht so viele auf einmal, weil dann beißt man einen größeren Batzen ab, als man schlucken kann und dadurch geht man sehr schnell pleite. Das ist mir persönlich auch schon öfters mal passiert, so 20 Sachen produziert und ja, kein Geld mehr gehabt. WWB es gemacht hat. Genau, also macht es nicht so, wie ich es zu Beginn gemacht hatte, als wir beinahe pleite gegangen sind, wo wir riesige Aufträge gemacht hatten, danach ganz schön entweder bleich im Gesicht wurden oder dann rot vor Scham, die Farben wechselten, wie Mayo und Ketchup auf den Fritten. Also das ist eine kulinarische und spielerische Erfahrung, die ihr nicht machen solltet. Lieber mal einen kleineren Auftrag. Und ihr habt doch gesehen, oder? Habt ihr das nicht gesehen? Schaut mal hier beim Markt. Ich zeige es euch mal irgendwo hier bei Produktplan. Hier diese kleinen Häkchen, die man hier setzen kann. Das wäre auch ein Mini-Mini-Pro-Gamer-Tipp. Damit sorgt man immer dafür, dass 5 Stück erstmal gebündelt fabriziert werden. Das heißt, man kann dann die Zwischenprodukte und die Ausgangsprodukte, die werden für 5 Teile, für 5 verkaufsfertige Teile erstmal gesammelt und produziert, werden ins Lager verpackt und die könnt ihr dann sofort schon mal ausliefern und verkaufen. Und dadurch habt ihr die Möglichkeit, zwischendurch immer wieder an Geld zu kommen, damit ihr nicht pleite geht. Eine Frage auch wieder. Wird es gegebenenfalls für die Briten unter uns eine Teemaschine geben? So, for the British folk here, will there be a tea vending machine? Some of us don't like coffee. That's so fun, I might just do it. We didn't have any plans, but we just might have them now. I'll see what we can do. Er schaut mal, was er tun kann. Gibt's noch nicht als Plan, aber vielleicht. Bei uns sieht es finanziell gut aus, wir werden gelobt im Chat, kein Wunder, ich produziere jetzt immer dieselben Sachen, die wir gut gebrauchen können, einfach damit ich mich auch darauf konzentrieren kann,
dass es ja alles gut läuft, wenn ich jetzt anfangen würde, 10 Minuten lang eine neue Produktionskette zu basteln. Das könnte schwierig werden. Machen wir aber vermutlich dann später noch. Ihr seid bei Writing Bull. Liebe Grüße an euch alle. Schön, dass ihr mit dabei seid auf den verschiedenen Plattformen. Und unser Gast ist Simon von Mirage Games Studios in Karlstad in Schweden. Stellt bitte eure Fragen. Kari macht die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche und nachher wird es auch, falls ihr nicht die ganze Zeit dabei seid, eine Aufzeichnung geben. Die gibt es dann bei mir auf YouTube am Wochenende. Die nächsten Fragen bitte. Next questions, please. Okay, wir haben eine von Wie das eine Idee hier, ob die Rivalen halt einfach mehr implementiert werden können, weil die haben ja an sich nicht wirklich einen Einfluss auf einen. Abgesehen davon, dass der eine mal ein bisschen Preis drückt. A question from Vidas Nidir. How about the rivals? Is there any possibility to implement them a bit more? They don't really have an effect right now, apart from lowering the prices a bit. So sorry, what was the question? Is there something more planned for them, or what was the actual question for the competitor? More features, will more power be, for the AI characters, more possibilities for the AI characters to make the game a little bit more difficult for us. So it's too easy then, I take it. Sometimes. Well, yeah, it's one of those things we could... that could be a good theme for an expansion or something, perhaps, where we bring up the competitions, or we could introduce something new, perhaps. I don't have anything I can reveal on that today, but it's a fun idea. And, right now he's just annoying you by calling you and lowering the prices of products. There are other things he could do. Right now he... Thematically, at least, he's also the guy sending agents and doing some of the hazards for you if you have the events turned on. So, but yeah, sure, that's something we could look into. Okay. Kann gut sein, meint Simon, dass sie das einbauen wollen. Er hat verschiedene Möglichkeiten aufgelistet, dass sie, wie sie einen unter Druck setzen könnten, Kari. Okay. Meint halt auch, im Moment ist er halt nur so ein bisschen nervtötend. Aber mal gucken. Er findet die Idee lustig. Wird vielleicht was für den DLC. Jetzt müssen wir allerdings auch sagen, es gibt sehr viele Leute, die wir in den Chats hatten als Zuschauer, die das genaue Gegenteil sich gewünscht haben, die nämlich gesagt haben, das Spiel bitte so lassen, das ist total entspannend und ich kann gut abschalten, ich bin nicht unter Druck, ich kann, wenn ich nach einem langen, harten Arbeitstag nach Hause komme, richtig gut damit entspannen und muss mich nicht hetzen und alles ist gut. Und vielleicht solltest du, liebe Kari, auch das mal weitergeben, damit nicht Simon den Eindruck bekommt, wir wollen ja alle unbedingt die Supermonster-Gegner haben, die uns im anderen fertig haben. Natürlich. By the way, there's of course another faction that says, oh, the game is perfect. I can come home, can play a little, it's just so perfect to can be calm. It's just a nice little game. So I can relax with it a bit. So not all of us want the hardcore villain against us. Most of us are pretty content with the game. Yeah, cool. So while on the subject, we did target this game to be sort of like an entry level game where you could jump in even if you're not an expert in the genre. But we still want, expert players to enjoy it and feel like they have a challenge. So it's always a difficult and fun challenge to make sure we can reach everyone so they have fun with it. Entschuldigung, bei mir war es gerade ein bisschen laut. Grobe Antwort darauf ist natürlich so, das war auch das Ziel, dass die Leute halt sich da einfach reinsetzen können und immer wieder reinspringen können, aber trotzdem halt auch für die Leute, die ein bisschen eine Herausforderung haben wollen, dass die auch eine haben können. Weil sind wir mal ganz ehrlich, gerade so die Endquests von diesen besonderen Kunden sind ja teilweise schon recht happig. Wir haben im Augenblick Halloween, das ist quasi ein Halloween-Stream, bei dem nichts Schlimmes passiert. Vielleicht eine Anregung für Simon, ob wir nicht vielleicht im nächsten Jahr, wenn es das Spiel dann noch gibt, so ein Free-DLC haben könnten, nur für Halloween, wo die fleischfressenden Pflanzen den ein oder anderen unserer Arbeiter wegschnappen. Okay. Simon, you have the idea to, especially for Halloween, to make the flesh-eating plants a bit more terrifying, so they attack the workers. Any plans for something like that?
Please say no. I mean, I really like the idea. The thought has struck us many times how the plants are surprisingly kind, even though they look so scary. But yeah, we didn't have enough time to do anything super fun for Halloween, which is, it's been 2 weeks since release now, by the way. Yeah. It's been this evening. So we couldn't have a special Halloween kit or something, but we'd love to do something next year, perhaps. Looking forward to it. Ja, man, sie hatten halt einfach ein bisschen zu wenig Zeit, um jetzt für Halloween was zu implementieren. Ist für nächstes Jahr aber auf jeden Fall geplant. Wollen sie machen. Klingt gut. Finde ich total klasse. Gefällt mir gut. Also da kam jetzt auch gerade die Frage für Weihnachten. Ja, du zuerst. Ich könnte mir das auch gut für unser nächstes Community-Treffen vorstellen, dass wir ein paar fleischfressende Pflanzen vielleicht im Biergarten drapieren, die dann den einen oder anderen Zuschauer sich schnappen oder als ein Bot, der in den Chats bei den Livestreams auftaucht, bisweilen dafür sorgt, dass es bei den Followerzahlen bisweilen auch mal nicht immer nur rauf, sondern auch mal runter geht. Könnte auch ganz, ganz, ganz lieb sein. Was kommt sonst noch alles rein an Anfragen? Ich schaue gerade, especially, I would say the same question. Christmas, anything planned? Yeah. Planned, yes. Eine Überraschung vielleicht. Surprise, surprise. Okay. Yeah, we wanted to be a surprise, but we have things planned for Christmas and December. Perfect. Und, also, ja, für Weihnachten haben sie was geplant, er verrät aber nicht was. Finde ich sehr vernünftig. I had a question in YouTube. Where is it? Ah, there. How about forklifts? Or something like that for the endgame. Also was mit Gabelstaplern zum Beispiel fürs Endgame? Yeah, forklifts. Forklifts was one of those things we tried early on and had some drafts for, and we felt like they mostly distracted from things, and they were kind of a beast of their own to have like a system just for the forklifts. So they were cut pretty early on because we didn't think they were that interesting or special. Okay, bezüglich Gabelstapler waren mal angedacht, aber das klappt nicht so ganz und lenkt wahnsinnig einfach vom Spielgeschehen an sich ab. Ist ein bisschen sehr kompliziert, die zu implementieren. Also haben sie die am Ende dann rausgelassen. Da hatten wir noch eine Frage bezüglich... jetzt müsste ich das deutsche Wort dafür wissen. Sekunde. Das heißt, eine Frage auf Englisch kam rein. Ah, Fließbänder. Ich kam gar nicht drauf. Ich weiß, was du meinst. Genau, sehe ich gerade auch. So, there's a question about conveyor belts. Are there any plans for them? Or a second floor workshop or anything like that? Or second floor storage, so you can have a little bit more space? Second floor is a definite no, because that's quite tricky to get in there. It would require a whole range of things. More space is not an issue. I think I would be surprised if someone fills the entire table with a factory. wasn't it here last time someone asked for a larger table? I was sort of shocked by who needs a large table. I'd love to see that factory. Okay, also bezüglich jetzt zweiter Stock im Lager beziehungsweise generell Fabrik. Definitives Nein. Der Tisch an sich ist ja groß genug. Er meinte gerade, wenn irgendjemand ihm beweisen kann, dass der Tisch für jemanden nicht groß genug ist, er verlangt einen Screenshot. Also strengt euch an. I think that was like half a question though, so there was another half to it, wasn't it? Second part about conveyor belts. Are there any ideas or plans for them? We actually did have conveyor belts in the game for a while. Okay. So we had like a half automated system where you could put things from one machine to the next machine and so on. What we found was that it distracted quite a bit from the way we wanted the game to be played and how it synced up with the planning mode and a whole range of other issues. So we decided to keep this more down to people running around with things. We didn't want to make it too much permanent where you have these fixed lines that never change and so on. Okay, also bezüglich Förderbänder, meinte, hatten sie mal angeplant, waren auch mal im Spiel drin, hat natürlich dazu geführt, dass dann nichts mehr geändert werden konnte an der Produktionslinie und so weiter, es hat sehr viele Probleme auch gemacht, dementsprechend haben sie dann am Ende einfach wieder rausgenommen. Sie fanden es halt einfach schöner, was die kleinen Leutchen da durch die Gegend rennen und alles transportieren müssen.
Lieber Ronne Grimm, der gerade schreibt, meine Frage wird ausgelassen, leider. Schreib sie lieber nochmal rein, weil wir können nicht draufscrollen und die suchen. Mit Absicht lassen wir keine Frage weg. Also, das lese ich manchmal bei Streams, einfach nicht schreiben. Wie schade, dass er nicht antwortet, sondern einfach die Frage nochmal reinschmeißen. Wir haben ja mehrere Chats und teilweise ziemlich viele Leute und Fragen, die reinkommen. Ihr seht oft nur euren kleinen Chat auf eurer Plattform und könnt euch nicht vorstellen, dass viel mehr noch reinkommt. Einfach nochmal stellen. Eine Frage, die ich selber aufgreifen möchte, an die ich eben erinnert wurde, ein Problem, das wir selber schon öfters bei Streams hatten, das war immer dann, wenn ein Auftrag erneuert wurde oder abgerissen wurde, dann wenn ein Auftrag gestoppt wurde, dann sind alle Produkte, die dafür schon mal eingekauft wurden, hier in dieser Tonne verschwunden. In dieser Abfalltonne, die direkt da vorne aufgestellt ist. Und das war ganz schön heikel, weil das konnte einen, wenn man wenig Geld hat, ganz schön reinreißen. Und das ist ja ökologisch ein ganz furchtbares Vorbild. Das ist die Wegwerfgesellschaft. Das wollen wir eigentlich nicht haben. Kann man da nicht eine andere Lösung für finden? Okay, question we had several times in nearly all streams. There's the problem if you change anything during production, that everything from the old plan is thrown away into the bin. Is there any plans to change that? Because that's definitely a lot of money that went into the trash. Yeah, so you mean if you cancel something that you started by accident, or you have like a whole product and you just want to change something, and then they throw it away? We had the problems, we made a plan and changed something, anything in this plan. So, the gnomes just went and threw everything away and ordered new. That's a lot of money that went away with it. Okay, so the way it's working is if you have a plan and you do execute it, sort of schedule everything to be done, that product is scheduled and all the stuff is ordered right away. If you then cancel it, they will throw stuff away. But it sounds like you changed it and then they threw it away. So yeah, it sounds a bit confusing. We changed a little detail. Yeah. I don't know what it was. And suddenly they threw everything away and ordered the parts new. Yeah. We had that several times, I think 3 or 4 times. Exactly. Yeah, are these recorded perhaps? Because then I will go check them, because it sounds really funny, because that's not really how we intended. Weißt du zufällig, in welcher der Aufnahmen das drin war? Er würde sich das gerne ansehen. Jeder, glaube ich, bei jedem Livestream. Livestream, same problem. Ich kann es leider nicht live testen jetzt, weil das wäre, vielleicht machen wir nachher mal einen Mini-Auftrag und testen das mal. Okay, you will test it later again if it's still there. It could be that it's patched. we'll see if we can find it again. Also bezüglich jetzt dieses Problems von wegen, sie schmeißen alles weg, wenn ich ein Detail ändere. Das Problem kennt er nicht. Sprich, da hätte er gerne irgendein Video für. Werden wir mal schauen, ob wir nachher den Beweis für finden. Eine Frage aus dem Chat, wie man fertige Dinge los wird, wenn die übrig bleiben, wenn ein Auftrag scheitert. Ganz einfach, das kann ich dir sogar so sagen, Opa Flautenschieber. Abwarten, bis der Auftrag komplett durch ist und dann in die Tonne schmeißen. Dann kommt ein extra Icon. Jetzt greifen wir doch mal die Frage auf von Ronne Grimm, die findest du auf Twitch, die ist auf Englisch. Geht's irgendwie um... scrollt man gerade aus dem Bildschirm raus. Okay. A question from Ronne Grimm. Seriously, I couldn't translate it to German. Yeah, I see Ronne Grimm up there with the DSR. Yeah, DSR percent graphics option and so on. I couldn't translate it to German. Ich kann es leider nicht auf Deutsch übersetzen. Vielleicht können wir es einmal auf Englisch vorlesen zumindest. Is it makeable to integrate DSR percent graphics option to increase the resolution beyond the native monitor one? Thanks. It's one of those questions I would copy and paste and send to my colleague. Because I don't dare answer it. But it's maybe that's easy. I'll go check and I can get back to you on that. Okay, also er kann das irgendwann nicht beantworten, weil er dafür nicht der Fachmann ist. Er würde es gerne an einen Kollegen weiterreichen.
Okay, he says, great, thanks. Wonderful. Okay, die Leute wollen Fernseher haben. Wir haben jede Menge Fernseher, die wir im Pausenraum stehen, aber die Zuschauer wollen, dass wir die selber herstellen können. Ah, okay. The community is asking for producing TVs. Any plans TVs on that? Then. Okay. Yeah? TVs, radios and so on, I would say. Old technology. From the old world. Before the internet comes. Yeah, I mean the theme of the game is sort of semi-retro, so a good old thick TV could perhaps be fun. So we do take lots of suggestions for new products at the moment, so yeah, maybe. It could be. Okay, werden Sie vielleicht tun? Er wird sich mutmaßlich notieren. Und Mr. 3 Joshua war gerade so nett, er hat sogar rausgesucht. Vielen Dank. So, Mr. 3 Joshua found the situation. It's in part 6, minute 23 to 26. Uhu. Lass uns die Situation mal umdrehen. Vielleicht hat Simon ja mal Frage an unseren Chat. Simon, maybe you have some questions to us, to your German-speaking or to your German community, to your players from Austria and Switzerland and Germany. Maybe there are some questions you are discussing with your team, how direction you want to go with your game, or what wishes are there in the communities, or a problem that you have where would that you want to solve, where you are asking what are the opinions of your players here in Germany. Yeah, sure. I mean, we are getting lots of suggestions and feedback right now, and it's always just good to listen in and see what people want with this game in the future. I mean, the first things we always hear are the things that are broken, because that's just natural. If something's strange, they get in touch. But I'm more curious about is what people would like to see for like a long-term thing for this game. What would they like to see in 4 months, perhaps, if they still find this game funny? This is kind of tricky, though, because we have... I think Germans in general are kind of pro at this game, it seems. You guys are doing really advanced stuff really soon. So, I have a question. Why do you think that is? Why are Germans so into this sort of genre? That's more of a broad question, but yeah. Okay. Zum einen würde er sich sehr darüber freuen, für die Zukunft halt Vorschläge von euch zu bekommen. Sprich, was würdet ihr gerne in ein paar Monaten in diesem Spiel sehen? Was möchtet ihr gerne drin haben? Wie jetzt zum Beispiel die Fernseher, war eine nette Idee. Aber generell auch so ein bisschen die Frage, er bzw. das Team haben halt gemerkt, dass Deutsche unglaublich effizient in diesem Spiel ist. Was glaubt ihr, warum? Mit einer Aufnahme, die gerade vor dem Mikrofon sitzt. Was ich mir vorstellen könnte, ist, weil viele von uns, glaube ich, sehr sich Zeit nehmen zu spielen. Also so ein bisschen sich nicht dabei hetzen und schnell durchklicken, sondern diese ganzen Aufbauspieler, The Settlers beispielsweise, auch die Siedler, das sind ja Spiele, die teilweise auch aus Deutschland kommen. Das sind eine große Tradition gibt von Leuten, die gerne zusammensitzen oder und in aller Ruhe die Zeit rausnehmen, die sich entschleunigen und ganz langsam sind. A lot of slow players here in Germany who are taking time for solving problems, for thinking about the most efficient way to plan something. Was meint ihr denn? Das war erstmal ein sehr freundliches Lob. Sehr, sehr freundlich, dass Simon meint, ihr könntet besonders gut spielen. Wollt ihr euch mal selber analysieren? Was meint ihr? Was sind eure Erfolgstipps für die große Spieler-Community außerhalb des deutschen Raumes? Warum glaubt ihr, wenn ihr euch selber für gute Spieler haltet, warum ihr das seid? Ein paar Antworten gab es schon. So, there have been a few answers. So, I will just read them. Yeah, sure. Yeah. So, let's see. Because we Germans love to manage. Thanks for giving the link to that. The error, by the way, I saw a guy write a minute mark and everything, so that's excellent. We'll see if we can check what's going on there. Let's see. We are all raised as engineers. Precision German engineering.
All Germans are born natural engineers. Yeah, people don't like managers, so they want to be managed themselves in the free time. So I would say Germans are somehow natural managers. Cool, it's just in your blood then, I guess. Somehow. Yeah, another fun thing we noticed, and I talked to another German streamer about it the other week, is we noticed that the we have external translators for this game, where we have pros looking at the game and translate everything. And we noticed that the German guy is the only one who decided that, you know, we can't have the measurements in decimeter, it has to be centimeter, so it's precise enough. That felt like a very German thing for some reason. It has to be neat und tidy. Must be accurate. Was er halt als typisch deutsch empfindet, ist halt dieses, die Angaben müssen in Zentimeter sein, es muss gerade sein, es muss ordentlich sein. Das empfindet er halt als typisch deutsch. Und sind wir ganz ehrlich, ja, teilweise ist das so. Da ist was dran, leider. Das gilt aber nicht nur für Deutsche, denke ich mal. Stimmt. Da meldet sich das auch gilt für den. Das gilt für den deutschsprachigen Raum, genau. Meiner Meinung nach. Ich glaube auch, dass der Chippy da seine Freude dran hätte, wenn er das halt eben in Zentimeter sieht oder so. Genau. Der ist auch so penibel. Ja. Yeah. Simon, we have also a lot of guys from Switzerland and from Austria, and Punisher is one of our moderators said that it's the same situation in Vienna or in Austria, that there are a lot of people with a great love for numbers. Yeah, I mean it's a trend that I think is kind of funny. The same goes for board games. When people describe something called Euro games, they usually refer to economic slow pace strategy things, and that's apparently a very German or Central European thing. And it's just a fun thing to see, and it's a trend that seems to be true. Also grundsätzlich meinte auch also Aufbaustrategie und so weiter, ist halt grundsätzlich etwas sehr Europäisches bzw. Deutsches. Wird halt hauptsächlich im deutschsprachigen bzw. europäischen Raum gespielt. In anderen Ländern sieht es wohl anders aus. Das fände ich jetzt aber super spannend. Wie ist das denn insgesamt? Wir kriegen das ja gar nicht so genau mit den. Wo verkauft sich das Spiel am besten? Jetzt nicht genau bis auf die letzte Prozentzahl, aber wenn man sich so die Kontinente oder die Räume anschaut, wer fällt auf das Spiel am meisten ab und wo habt ihr noch Probleme? Okay, question. We don't need the exact numbers, of course. How is the game selling in other countries? Are there really big differences, or is it some of the same? It does follow mostly the usual trends. I've been told this, to be honest. I've seen the map as well. The one thing that sticks out to me is Germany. Germany is just huge for some reason. But beyond that, it's following the usual trends of the amount of players and the amount of copies we sell and so on. As far as I know, at least. Ich habe es jetzt leider gerade nicht gut verstanden, weil mein Schatz neben mir geredet hast. Könnte jemand anders kurz übernetzen. Unfassbar. Tadel ans Hartonal. Das geht ja niemals. So wie ich es verstanden habe, es ist tatsächlich so, dass hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum das Spiel am besten läuft. Das heißt nicht, dass es woanders schlecht läuft, aber wir sind ja tatsächlich, sie freuen sich sehr, dass es hier so gut läuft. Das ist anscheinend was ganz Besonderes. Man muss allerdings sagen, der Publisher kommt ja auch hier aus dem deutschsprachigen Raum. Handy Games, die sitzen in Bayern. Sehr nette Leute auch, und die haben sich auch sehr um das Spiel auch gekümmert. Und im Chat wird das auch mit übersetzt. Ganz genau. Jetzt schauen wir mal. Danke. Jetzt gibt es noch eine andere Frage auf Twitch. Liebe Grüße an Joshua. Er fragt, wird es eine Kampagne geben oder einen Challenge-Modus mit besonderen Auflagen, dass man zum Beispiel einen ganz kleinen Tisch bauen sollte oder dass es irgendwelche extra Einschränkungen gibt auf dem Markt. Also ob es einen zweiten Modus vielleicht geben könnte, Second Mode for the game in the future with a higher level of difficulty, for example a campaign or a challenge mode with special challenges like a very to produce a very, very small table
little table or something else crazy stuff. Yeah, I think a challenge, let's say like a challenge mission or challenge scenarios is something we would be interesting in. A full-blown campaign is, we might as well look at a new game then. But scenarios or missions is something we could be interested in doing later on. It could be fun for experienced players as well to hop in and do something extra hard, you know. It's more easy to add that sort of thing rather than a full-blown campaign. Also Szenarien bzw. Herausforderungen, das findet er auch sehr interessant. Werden Sie gerne drüber nachdenken. Wäre auch gut ins Spiel implementierbar. Jetzt eine volle Kampagne, das wird schwierig, meinte er auch, da können Sie auch gleich ein neues Spiel machen. Nachträglich ist sowas halt immer schwierig zu implementieren. Wie wird denn der Nachfolger heißen? What will be the name of the second game of the series? Big Workshop? Wird der Nachfolger Big Workshop heißen statt Little Big Workshop? Your next game, Big Workshop? A great game with a big workshop? Yeah, I guess it depends on which direction we take the game on. We joked about if we scale it up, it would be Little Big Industries or something. Or if we change theme, it could be something else. So yeah, lots of ideas. We'll see where it goes. Okay. One question, eine Frage noch aus dem Chat bezüglich einem Bug, der mir auch passiert ist, dass man Räume nicht entfernen kann. There seems to be a bug that you can't erase rooms you built. Oh, that should be an old one, I think. You should be able to do that easily. I tried it today and it didn't work. Ah! Yeah, sorry. Just send us the details and we'll see why that might be happening or what's going on. That was a new one to me though for today, so... Okay. Yeah. I tried it several times, tried to erase a room, but it just won't work. Outlines are red and that's it. Okay. Okay. Yeah, I would need to see the specific thing, but we will solve it if there's an issue there. Okay, bezüglich des Raums, der nicht gelöscht werden kann, meinte er auch, eigentlich hätte es behoben sein sollen, ist es aber nicht. Er wird sich auf jeden Fall nochmal angucken. Und nein, in meinem Fall war nichts mehr in dem Raum. Die KI bedroht uns. Sandkastenkit verkauft sich also gut, meldet sich der mit dem Zylinder und dem Spitzbärtchen. Davon will ich auch profitieren, du wirst einen Meister finden. Furchtbare Drohungen. Erstmals wird das Spiel ein bisschen gewalttätig. Wer weiß, vielleicht nur irgendwann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad oder zumindest auf einer höheren Alterseinstufung. Wir kommen langsam zum Schluss. Vielleicht noch eine Sache. Last question for Simon. Last challenge for our viewers in the chats. Letzte Herausforderung für euch jetzt wiederum. Wünscht euch mal, ihr wisst jetzt, was Simon und sein Team an Spielen machen könnt, wofür die stehen. Wünscht euch mal ein ganz anderes Spiel von diesem Entwicklerstudio. Was würdet ihr euch von Leuten, die solche Spiele machen können, als Herausforderung, was solltet ihr denen als Herausforderung mitgeben? Was wäre ein Spiel, was ihr euch wünschen würdet von den Entwicklern? Which kind of game do you want to give Simon and his team as the next challenge, as their next great game? Was soll das nächste Spiel sein, was Simon herstellen soll? What should be the next game, the next project for Simon and his team of Mirage Studios in Karlstadt? Ah, this could be interesting. Wollen wir mal schauen, was im Chat geschrieben wird. Was hätten die Leute gerne? Was wünscht ihr euch als nächstes Spiel von Simon und seinem Team? Cityline mit Wuselfaktor. Ich wüsste nicht mal, wie man Wuselfaktor übersetzt. Oh Gott. City Builder Game with a lot of people running and building something. A City Builder Game is one of the wishes in the chat. Little Big City Builder. I mean, maybe we should just put Little Big in front of everything and see what happens. That might be like the trend we go for here. Something like The Room or Mist. Yeah. Rock Concert Manager Running Being Cute to Watch. What? Rock Concert Manager Game. It is a wish from Ronogram. Rock Concert Manager Game. With a lot of
rocker and rock musicians and groupies and economy and something else. A madhouse manager, okay. The wish from Oliver. Hi, Teppich. Okay, Car factory in a dollhouse. By the way, a Wusel factor could be translated with running, being cute to watch. So a lot of people running around being cute. Okay. Something like that. A very specific word. Yeah, it's specifically German. You can't really translate that. So yeah, something like ARK, but with KI people, trading, city building, economy, and so on. So with dinosaurs. So basically do the same we do now, but switch theme or something. Something like that, yeah. A little bit bigger, the whole world with dinosaurs and lots of people, and yeah. Little big universe builder, okay. Little big theme park. Hmm. Big kitchen, okay. Kommen auf jeden Fall eine ganze Menge Vorschläge rein. Simon. Thank you for being here. Vielen lieben Dank an Simon, dass er hier war. Vielen Dank an den Chats, an die Chats für die vielen, vielen, vielen Fragen, die reingekommen sind, für die vielen Ideen, die er Simon und seinem Team mitgegeben hat. Und ich hoffe, es war für euch interessant. Ihr habt ein paar Tipps abgreifen können, habt ein bisschen was darüber erfahren, wie die Entwickler, was sich gedacht haben bei einem Spiel, worüber sie nachdenken bei künftigen Aufgaben, wie die Entwicklung weitergehen könnte. Falls ihr später reingekommen seid, nicht alles mitbekommen habt, es gibt noch eine Aufzeichnung, die wird es bei mir geben auf YouTube. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön an Simon, dass er mit dabei war. Und von uns allen, glaube ich, liebe Kari, Grüße, die er bitte all seinen Kollegen auch mitnehmen soll. Und ein herzliches Dankeschön von uns allen, von den Spielern in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und drumherum, dafür, dass sie uns dieses Spiel gemacht haben. So, thanks that you've been here. Thanks for answering all the questions from everyone here. And of course, please greet the others from us. You made a fantastic game. We're really loving it. And yeah, just thanks overall. All right. Well, thank you for having me. It's been wonderful just hanging out here for an hour and taking questions and yeah, getting feedback and seeing what you guys think. It's always fun to interact with the community like this. And I mean, this chat is the friendliest one I've been in so far. So yeah. Viele liebe Grüße auch aus dem Chat. Chaos Wushul is saying to you, Mirage Game. Simon, thanks for visiting us and all the answers. Good luck and greetings to the whole crew. And Markus Stangel, Markus is saying to you, thanks so much for the opportunity to talk with the dev. Have a great time with this game and the best wishes for the future. Viele Wünsche kommen rein und danke, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, lieben Dank an Simon. Ich bin sehr gespannt, was das nächste Spiel sein wird und freue mich schon drauf, mit ihm vielleicht dann auch das Spiel mal zusammen hier spielen zu können und beim nächsten Spiel dann wieder hier zusammen zu hocken. Irgendwann mal, in ein paar Jahren. Alright, thanks guys. Thanks, ciao. Have a good evening. Bye. Bye. Good evening, Simon. Das ist sehr schön. Wir wollen noch ein bisschen weiterspielen. Ich stopp mal die lokale Aufzeichnung. Nochmal der Hinweis an euch. Wir wollen jetzt live noch ein bisschen weiterspielen und wir haben für euch ja noch was vorbereitet. Wir werden sicher noch eine schöne Zeit hier gemeinsam haben. Geht sofort weiter.